Es ist mal wieder soweit. Heute heißt es wieder Spinnen klatschen. Und wisst ihr, was passiert, wenn ihr auf den Like-Button drückt in den nächsten 3 Sekunden? 3, 2, 1. Okay, sehr, sehr wild, sehr, sehr wichtig. Drückt auch noch auf den Abo-Button. Wir spielen Spinnensimulator und jetzt viel Spaß. Wir sind in einem Supermarkt und müssen hier so ziemlich alle möglichen Spinnen klatschen. Okay, unsere erste Mission ist töte explodierende Spinnen. Für die aufmerksamen Zuschauer unter euch, die wissen auf jeden Fall, umso weiter wir kommen, umso mehr Level wir machen, umso krassere Spinnen kommen auch. Und jetzt anscheinend explodierende Stimmen. Stimmen, wahrscheinlich Spinnen, meine ich. Wo sollen die denn sein? Hier drinnen, hallo? Oh, lecker. Erdbeersorten. Eisbären, Mann, ich kann gar nicht reden, ey. So, wo sollen die denn hier sein? Aber hier ist irgendwie so ein blödes Radio, was läuft hier die ganze Zeit? Ah, hier. Okay, haben wir eine neue Aufgabe gefunden. Und zwar, scanne Gegenstände. Das können wir direkt mal machen. Hier ist noch direkt nochmal so ein Teil. Und wieder im Geschäft behebe elektrische Probleme. Also das sind anscheinend auch die Missions. Jetzt gibt es hier anscheinend so Side-Missions, so, also wir machen sollen. Oh, habt ihr das gehört? Ich habe hier eine Spinne gehört irgendwo. Hier dran nicht. Hier hinter dem... da auch nicht. Aber hier irgendwo... Bist du bei der Milch hier drauf, oder was? Ich dachte gerade, da wäre sie. Ich dachte gerade, hier irgendwo versteckt die sich doch da oben drin. Ach, wisst ihr was? Ich zünd hier einfach mal diese Spirituosenabteilung an. So, irgendwo muss die auch dabei gehen. Das glaube ich nicht. Jetzt zünde ich die fälschlicherweise an. Dann zünden wir hier ein. Da war sie! Da ist sie! Guckt sie euch an! Sie pest einfach los und brennt. Hä? War da gerade noch eine? Ich weiß es nicht genau. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, wie ich die klatschen kann. Dann nehmen wir doch einfach mal den Colt hier in die Hand. Hallo, liebe Spinnen. Wir können ja auch den Spinntracker rausnehmen. Den habe ich übrigens geupgradet. Damit können wir sozusagen... Wow! Musst du die gerade... Ich wollte die gerade abballern! So, du bleibst mal schön hier, Freundchen. So, wo haben wir noch mehr Spinnen hier? Da eine rote. Was ist das denn für eine? Bam! Oh Gott, die explodiert jetzt! What? Was ist denn das für eine Spinne? Oh mein Gott, die ist ja mal super krank. Okay, was genau haben wir noch? Warte mal, ich mache hier lieber nochmal auf. Hallo, sind hier noch... Hier muss irgendwo noch eine Spinne sein. Hier, genau hier hinter. Hinter den Müsli-Packungen? Hinter den Gläsern? Irgendwo hier oben... Ich höre die doch hier schon. Ja, da ist sie. Eine normale. Ist eine normale, glaube ich. Ja, sie hat mich gesehen. Oh, sie versucht hier abzuhauen. Ich muss noch nachladen. Nachladen, nach. Sieh doch zu. Mann, Alter. Das glaube ich jetzt nicht. Wieso braucht er jetzt so lange? Und. Ah. Ein gezielter Schuss. Okay, also was genau haben wir schon gemacht? Töte explodierende Spinnen. Haben wir erst eine von 8. Oh, guck mal. Ah, ich mache hier mal auf. Da unten scheinen irgendwelche so Dosen zu sein oder sowas. So, ich nehme mir die mal. Jetzt habe ich nämlich noch mehr Flammenwerfer an. Was ist das? Ein Energy Drink? Ich trinke mal. Und jetzt? Hä? Jetzt ist meine Sicht so komisch. Okay, ja. Jetzt dudelt das hier auch noch los alles. Aber ich sag mal so, ich zünd hier mal ein bisschen an. Denn ich glaube, jetzt ist hier irgendwie... Hey, guck mal, das Feuer. Ich sehe das gar nicht richtig. Es war irgendwie so, als hätte ich so eine unsichtbare... nicht so unsichtbare, so eine Slow-Motion-Ansicht oder sowas. Okay, wo sind wir noch mehr Spinnen? Was haben wir denn noch so für Missions? Scanne Gegenstände. Wie soll ich die denn scannen? Hier einfach... Warte mal, hier so? Und jetzt hier angucken? Oder wie soll das funktionieren? Hier kann ich lustig, kann ich gucken, kann ich scannen, wie ich will. Ja, das bringt doch gar nichts. Was genau habe ich noch für Missions? Behebe das die elektrischen Probleme. Na gut, das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Und bis dahin auf dem Weg treffen wir hier auf jeden Fall die Spinnen. Ich würde sagen, komm, wir legen mal den Schalter um. Und jetzt drücke ich hier drauf. Und bam! Passiert nichts. Hier, komm, wir machen hier einfach mal frei. Das sieht aus, als wäre hier so dieser Security-Raum. Und dann kommen wir hoffentlich hier weiter. Aha, hier geht es anscheinend nach draußen. Und ja, da erkenne ich doch direkt schon die elektrischen Probleme. Guck mal, hier, noch eine Aufgabe. Jag den Propantank in die Luft. Hier erstmal den Strom beheben. Und jetzt, bam! Oh mein Gott, ich habe den ganzen Laden gesprengt. Okay, bam! Wow, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich bin noch komplett unter Schock. Von diesem Propan... Was ist das denn? Der leuchtende Beutel? Von dieser Propangasexplosion. Und guck mal hier, diese stinkenden... Ah! Die stinkenden Müllbehälter. Und hier ist direkt noch eine Mission. Den Müll rausbringen. Wirft die Müllsäcke in die Mülltonne. Aha, das ist eine Mission. Nummer 1 haben wir... Oh, da können wir auch die Container aufmachen. Was können wir noch alles machen, sag mal. Ey, wie krass war bitte gerade dieser Propantank. So, also, nächster Müllsack. Wie viel sollten das... Oh Gott. Wie viel sollten das insgesamt sein? Hier. Bam, rein damit. Und haben wir jetzt alles schon reingebracht? Einer fehlt noch. Ist drinne. Sehr schön, haben wir reingeworfen. Und haben wir jetzt alle frei? Wirft die Müllsäcke in den Container. Jetzt haben wir auf einmal 2 von 5. Ah, da oben ist noch ein Müllsack. Wie komme ich da denn? Ja, ich habe ihn. Okay, irgendwo muss jetzt auf jeden Fall noch einer sein. Ich schätze mal, dass in den Container noch einer drin ist vielleicht. Hä? Das glaube ich nicht. Alter! So, und nicht anders. Bam, explodierende Spinne. Komm, wir machen hier mal auf den Container. Das ist hier doch der letzte Müllsack, oder was? Anscheinend. Und bam, rein damit.
Aber die Mission jetzt fertig? 4 von 5. Es fehlt immer noch einer. Mann, ey, ich kann nicht mal zählen. So, weiter geht's hier. Wir müssen scannen. Wo sind die Spinnen? Hier soll eine sein. Hier sollen 2 Stück sein. Die müssen hier im Müll sein. Deswegen zünde ich die jetzt auch mal an. So, da ist sie. Ja, haben wir. Okay, sehr gut. Und bam, das war's mit ihr. Die Müllsäcke brennen. Und habe ich da richtig gesehen? Eine Batterie haben wir da noch gefunden. Oder Shotgun-Muni oder sowas war, was das war. Was haben wir hier noch? Oh, endlich der Weg nach draußen. Und hier ist das elektrische Problem, das letzte. Bam! Und jetzt können wir einfach mal wieder rein in den Laden, auch wenn er ein bisschen kaputt gegangen ist. Und hier bei der Tanke, wie groß ist denn diese Map? Was können wir denn hier alles noch machen? Was ist das denn da? Was ist das denn? Das ist so ein Stück Seife, was dahin geflogen ist oder so. Keine Ahnung. Und da ist ein Rollstuhl. Okay, und da ist auf jeden Fall der Ausgang. Aber was genau können wir hier noch? Noch Batterien? Was können wir noch für krasse Sachen? Das glaube ich nicht. Explosionsspinne! Und zwar zünde ich die ganz kurz an. Bam! Hä? Die müsste doch jetzt eigentlich... Oh, jetzt ist sie abgehauen. Jetzt ist sie in die Kanalisation. Wo kommt die jetzt raus, ist die Frage. Die kommt jetzt bestimmt hier irgendwo raus oder so. Da bist du doch, mein Freund. Na, du brauchst hier gar nicht rumkrabbeln. Denn ich mache einmal kurz... Bam! Und das war's mit der explodierenden Stimme. Sehr schön. Also die roten sind auf jeden Fall nicht ohne. Aber was genau haben wir denn doch hier vorne noch in der Müllabfuhr? Was ist das denn? Molotow. Warte mal, dann machen wir mal ganz kurz den Molotow-Test. So, wir nehmen mal hier das Molotow raus. Und zwar hier, bam. Und schmeißen wir einfach mal auf die Karre. So, sehr schön. Oh Gott, oder hätten wir hier noch eine Mission machen müssen? Hier der Benzinkanister. Da! Explodierspinne! Sie hat mich gesehen! Oh Gott, sie läuft. Sie läuft. Ich treffe doch. Ich muss doch eigentlich genau treffen. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh Gott, Feuer an der Tankstelle bestimmt gar nicht so gut. Aber nicht schlimm. Ja, das ist fast so, als würde die gar nicht... Oh Gott. Oh Gott, die Tanksäule brennt. Wow! Oh mein Gott! Und da ist die... ja, okay, jetzt ist die Tanke auf jeden Fall mal komplett Schrott. Okay, das war ich nicht. Was genau habe ich noch für Missions? Ich habe noch den Müll rausbringen, einen Sack. Und scanne Gegenstände. Da habe ich 8,99 bisher gescannt. Das heißt, ich muss hier nur so rangehen, oder was? Jetzt habe ich direkt mehr gescannt? Nee, wie soll das denn gehen, sag mal? Und eine Spinne habe ich hier auch übersehen. Aber irgendwo müssen wir jetzt hier... Wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr, was... Noch eine Explosionsspinne. Und die klatsche ich diesmal so. Und da ist noch eine. Du brauchst gar nicht weglaufen, mein Freund. Da ist sie, sie hängt fest. So, habe ich die jetzt? Ich glaube, ja. Ja, habe ich. Sehr schön. Und dann haben wir noch den Müll rausbringen. Also irgendwo habe ich hier noch einen Müllsack übersehen. Ist nur die Frage, wo der ist. Was ist das denn eigentlich? So ein Milchfässer oder sowas. Was ist das denn? Noch mehr Molotow und der letzte Müllsack. Und da habe ich noch eine rote Spinne. Wow. Oh Gott, hier ist ein Spinnennest. Hier. Da. 2 Stück auf einmal, beide getroffen. Bam! Und explodiert. Und eine habe ich aber noch übersehen, so eine Sprungspinne. So, Müllsack da hinten mal hin, komm. Und, wow, Kobi. So, okay, leider nicht reingegangen. Aber jetzt vielleicht, ja, sehr schön. Müll haben wir rausgebracht. Letzte Mission, Gegenstände scannen. Und dann haben wir einfach alles geschafft. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie man scannt. Man muss hier einfach so Sachen nehmen. Sowas zum Beispiel, so eine Packung Müsli. Und die müssen wir hier vorne auf den Scanner packen. Bam, und eingescannt. Können wir das nochmal scannen? Nee, das geht nicht. Hier, nehmen wir direkt mal das hier. Bam, eingescannt. Alter, jetzt machen wir das hier mal ganz kurz voll. So, hier, was haben wir hier? Klopapier, alles klar, eingekauft. Dann nochmal eine Rolle Klopapier. Nee, komm, nehmen wir lieber sowas hier. Klopapier hatten wir schon. Hier nochmal eine Konserve. Bam, was haben wir hier noch? Ein Snickers, alles klar, kein Problem. Und auch nochmal ein Twix. Jo, nehmen wir auch mit und sah aus wie ein Radiergummi. Was ist das denn hier? So ein Salmiak-Bonbon, alles klar. Nehmen wir das nochmal hier. Oh, doch, das hören wir nicht. Jetzt will der nicht mehr. Habe ich jetzt schon alles gescannt? $60. Ja, was ist da los? Ich will scannen. Er sagt voll oder was? Selbstbedienungsladen, 10 Gegenstände. Zum Entfernen. Okay. Ah, okay, ich muss hier Sachen entfernen oder was? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich wollte hier gerade Sachen rauslöschen, weil man darf immer nur 10 Sachen kaufen. Und dann habe ich dabei aus Versehen hier dieses Sprühfeuer in der Hand gehabt. Ich würde sagen, deswegen komm, wir zünden einfach mal die ganze Bude an. Oh, wir haben nämlich auch ein bisschen, ja, wir haben auch ein bisschen Sachen hinterlassen, sage ich mal. Nehmen wir noch ein bisschen den Benzinkanister hier. Machen wir hier nochmal überall Benzin hin. So, hier überall ran. Uiuiui, das wird auf jeden Fall ein Feuerwerk. Hier überall. Alter, wenn das jetzt gleich abgeht, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Was ist das hier? Irgendwie noch sowas zu trinken oder so? Jetzt müssen wir das eigentlich nur noch anzünden. Haben wir noch irgendwas, was brennt? Ja, Molotow. Und so einfach rein! Boom! Und der ganze Laden brennt, Alter. Mehr sage ich dazu nicht. Wir zünden hier einfach den ganzen Laden an. Diese ganzen anderen Sachen sind ganz egal. Quick E-Markt in Killbusfire, Freunde. Damit würde ich sagen, soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir haben eigentlich alle Challenges gemacht und auch die letzte Challenge haben wir für mich ausbestanden. Schreibt mal in die Kommentare, was ich noch für Challenges machen soll in Killbusfire. Tut mir den Quatsch, checkt gerne eins von den anderen Videos aus und lasst auch ein Like und ein Abo auf diesem Video da. Habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.